Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem speziellen Video, und zwar einem sehr speziellen Video. Und zwar hat der liebe Harald Frenkel ein Event gestartet. Und zwar geht es dabei darum, dass im Euro Truck Simulator 2 Multiplayer eine Kolonne gestartet wird. Ja, und ich bin natürlich absoluter Frenkel-Frotzelt-Fan-Zuschauer, wie ihr das auch nennen möchtet. Und habe mich in Form einer E-Mail bei ihm beworben und habe die Zusage bekommen. Das ist natürlich auch der Grund, warum ich letzten Endes mitfahren durfte. Hier muss ich auch noch ein ganz großes Dankeschön gestehen. Ja, und natürlich sind auch noch ganz, ganz viele andere YouTuber und zwei andere Zuschauer von ihm. Die durften halt natürlich auch alle mitfahren. Und ich würde sagen, mein Fazit gibt es dann am Ende. Und es fängt schon echt verdammt lustig an. Also viel Spaß. Warte mal. Schaden 100%. Alter, vom Auflieger. Warte mal, ich glaube, nee, also, Moment. Ja, das ist das Problem beim Multiplayer. Die einfach. Also, ich habe sofort Werkstatt auf Zoom. Okay, Schaden 100% beim Auflieger, wow. Das ist mir scheißegal, ist ja nicht meiner. Harald, wohin teleportierst du dich jetzt? Und Schaden 27% für den Truck, ja, nix, ich fahre da weiter. Ich hab gedacht, du wirst jetzt hier runter. Ja, wir müssen jetzt hier runter und ich gehe jetzt auch hier runter und ich habe überhaupt kein Problem, ich zieh das durch bis Hamburg. Guten Fährst du jetzt, Herr Stimmer? Ich hab mich gerade anscheinend schon verfahren. Irgendwas hat mich von hinten geschoben. Ja, Alter. Ich hab auch gedacht, was ist denn jetzt los? Oh Mann, du bremst mir das so weit hinten, ne? Ja, und ich hab euch wieder eingeholt. Und ich muss... Ja, keine Kunst. Das war ein Feind, ne? Das war irgendein Arsch, irgendein Depp. Der Toller. Der gehört zum roten Team. Ich war eben so ganz schamlos reinfallen. Könnt ihr mich noch hören? Ja. Ja, ist gar nicht in die Richtung, aber ja. Der Felix möchte bitte was fragen. Könnt ihr mal eben sagen, auf welcher Autobahn ihr seid? Weil ich glaube, ich bin jetzt schon falsch abgebogen. Wir sind gerade von der Autobahn runter, fahren gerade Richtung Erfurt. Geisterfahrer. So, ich werde jetzt mal ganz kurz die Aufnahme beenden. Das wird sehr, sehr spannend. Oh, und wir sehen uns dann später wieder zusammen mit Harald, denke ich. Aber irgendwie höre ich von den Jungs raus. Tschüss. Wer ist denn direkt hinter mir? Der Rocktox. Ja, ich konnte nichts dafür. Der Motor ist einfach ausgegangen. Das ist glücklich im Ausgleich. Ein kleines bisschen Abstand halten. Deswegen würde ich sagen, Abstand halten, Jungs. Ja, vor allen Dingen, weil mein Truck ist ja doch ein bisschen kaputt, Schnick. Da hat man ja, also ich finde, das Profil hat man ja der Dase zusammengebaut und der hat mir 1 Million Euro da reingebaut, das ist ja viel zu wenig. Bei den Schäden, die man hier kriegt, ja. Da hat man überhaupt keine Skrupel, irgendwas dahin zu cheaten hier. Ja. Sagt mir aber bitte, auf welcher Autobahn ihr seid. Das ist mein Account haben können. Landstraße. Wir sind auf der Landstraße Richtung Erfurt. Du fährst von Nürnberg aus die erste Ausfahrt Richtung Frankfurt runter und dann die erste Ausfahrt wieder auf die Landstraße. Super. Also ich hab mich total verfahren. Also im Prinzip aus Nürnberg raus, dann links und dann bin ich auf der Autobahn. Aus Nürnberg rausfahren, rechts auf die Autobahn hoch, Richtung Frankfurt. Erste Kreuzung rechts runter, nach Frankfurt. Aber dann sofort wieder die erste Ausfahrt rechts raus auf die Landstraße. Das war eigentlich übrigens von mir alles genauso geplant. Ich wollte das so machen und zwar... Wie formuliere ich das? Man darf ja, ich sag mal so, man darf das ja nicht sagen, ich sag's aber trotzdem, es gab mal früher, ganz früher, ja, da war das noch erlaubt, jetzt darf man das nicht mehr sagen. Gab's aber Lied in iMac. Gab's ein Lied? Ich sehe euch. Da gab's ein Lied, hat der Kolonnenführer vielleicht das Wort hier jetzt? Da gab's ein Lied, das hieß 10 kleine Negerlein. Das gibt's heute nicht mehr, das Lied. Das ist also quasi im Nachhinein aus der Vergangenheit rausgeschnitten worden. Und da ging es darum, dass immer einer weniger wurde. Und genau das Spiel machen wir heute. Es sind 12 Trucks gestartet und wir schauen, wie viele ankommen. Und das Beste ist, der Führende ist sowas von im Arsch. Der Führer. Super. Harald, du hättest es auch politisch korrekt sagen können, einfach 10 Jägermeister. Ja. Machst du auf tote Hose. Nein, das muss einfach nur 10 kleine Schwarze heißen.
Ach, nee, das ist ja dann kleiner, ne? Das reimt sich doch dann aber wieder nicht. 10 kleine schwarze, das sind ja dann quasi 10 Kleider. Hat mich jetzt wieder einer angedupft hier, oder? Nein. Okay, dann war es vielleicht der Wind. Ich halte Abstand. Ich habe wieder was getrunken. Oh Mann, was ist das für eine No-Collision-Zone? Da kriegt man trotzdem Schaden. Bitte was? Ja, das ist mir durchaus auch passiert. Naja, nur ein LKW ist No-Collision. Anhänger hat immer Kollision in unserer Stadt. Das heißt Auflieger, sagst du, Let's Player. Machen wir ja keine so eine bildungsferne Geschichte hier auf hier. Ist Auflieger und das reicht. Darf ich vielleicht auch kurz was fragen? Ja, Erik. Ja? Ja, jetzt hab ich's vergessen. Sehr gut, der nächste bitte. Vielleicht sollte ich einfach mal das Wort erteilen, ne? Das wäre vielleicht am einfachsten. Ja. Rocktox möchte ich gern sprechen. Rocktox hat das Wort. Ich wollte mich eigentlich auch nochmal bedanken und ja. Ja, ihr seid alles solche widerlichen Schleimscheißer. Das ist ja, ich wollte noch sagen, du sollst deinen Rücken aufpassen. Ich habe ein Messer vorne in meinen Truck montiert. Ja. Und der Witz ist, ich habe nicht mal mehr einen Auflieger, weil der ist eigentlich gar nicht mehr da, weil der ja kaputt ist, ne? Meine Fresse, ey. Habt ihr das gesehen? Ist da irgendwie... Einer hat mich da gerammt oder was? Ich hab's aufgenommen. Ja, der ist an mir vorbeigezogen und ist volle Kanne in dich rein. So attentatsmäßig. Ja, ja, wahrscheinlich war es ein Hater oder so. Und von der Jugendfeuerwehr. Das, also ist ja gut, ne? Das war Super Pro Skiller. Super Pro Skiller. Das könnte natürlich sein. Ich möchte mich auch nochmal an dieser Stelle bei dem Harald bedanken, dass er mir die Chance gegeben hat, mitzufahren. Der Ich und übrigens, ne? Den kennen wir alle, den Ich. Den das Ich. Sind wir alle selber. Wer ist denn jetzt wieder der Ich? Das war der Trucker Just. Ah, das hast du doch gleich, genau. Du bist ja der mit der Online-Spedition, ne? Genau. Und die läuft jetzt richtig online? Ja, die läuft jetzt auch richtig online. Wir fahren richtig im Konvoi mäßig online und... Aber nur nicht so ganz professionell wie wir wahrscheinlich. Da steht doch was jemand mit da. Ja gut, so viel fahren wir dann doch nicht alle, dass wir zu 13 oder so sind, aber wir fahren schon so zu 4 bis 5. Ja, ist 13. Halt 12, 13, das ist ja schon, also das können wirklich nur die Könner, die auch mit Tastatur... Scheiße, Motor ist aus, Rocktox! Das kann halt nur der Schenke, ne? Ich hab grad schon ziemlich abbremsen müssen, weil... Ja, ich muss immer jetzt sagen, schon... Motor aus, weil... Mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. War das denn tatsächlich so wichtig, dass das ja nochmal einfällt, unglaublich? Ja, und zwar wollten ich und der Micha vom BMS-Team uns bei dir bedanken. Und zwar haben sich 50 Leute aufgrund, dass du Werbung gemacht hast, angemeldet. Ihr seid ja so nett und so lieb zu mir, aber es nützt nichts, wenn ihr BMS sagt, da weiß ja wieder keiner, was ist. Das ist das gleiche wie BMI, ne? Nur für Dicke. Motor ist aus! Nein, Motor läuft wieder. Wir meinen die Bundes-Minecraft-Spiele und ja, die Anmeldungen sind jetzt geschlossen. Ah, genau, also moin, es wird, wieder Bundes-Minecraft-Spiele geben, aber ohne mich, und ich habe das quasi abgegeben an hoffnungsvolles Jungvolk. Genau. Ja, ich muss auch mal was dazu sagen. Der darf ja das Wort. Wo ist eigentlich der Rest von deinem Konvoi, der hinter mir mal war? Ich liege auf dem Dach. Soll ich das jetzt beantworten, Darcy? Ja, ist egal, wer es beantwortet, irgendwie... Ich kann es nicht beantworten. Ich sag doch, wir spielen 10 kleine Kinder mit Immigrationshintergrund. Jägermeister. Also ich schätze mich auch verfahren zu haben. Ich bin gerade auf der Autobahn. Ich habe mich auch gerade verfahren. Ich fahre nämlich gerade in Richtung Salzburg. Das ist ja ein toller Konvoi. Wie sind überhaupt noch hinter mir? Ich bin noch hinter dir. Da kommt gerade einer. Ey. Ich muss da werden, zweimal. Wenn ich mal fragen darf, auf welcher Autobahn seid ihr? Auf der Landstraße. Richtung Leipzig. Seid ihr schon an Erfurt vorbei? Kann sein. Ich da vorne kommt gerade ein Schild, ich schau. Nicht umkippen! Also Felix ist gerade auf der A3. Wer war das? Ich hab... Boah, die Aktion hat mir 29 Schaden beschert. Wer? Ich kann... ich bin gerade auf der Autobahn Richtung Leipzig-Erfurt. Wer? Naruto war das. Naruto! Das ist ja auch gleich. Der Michael, mein Happy Wheels-Tester. Man muss das ein bisschen erklären den Leuten. Die können euch doch nicht sehen. Und ich weiß doch auch nicht alle nach der Stimme, denn das hier kenne ich ja mittlerweile. Und mich auch. Ja, nachdem ich ja bei OMSI 2 ständig von diesem blöden Affen da im Bus gegrüßt worden bin, da weiß ich das, ja. Naruto,
Ja. Bist du auf der A9? Ja, 9. Aber warum fahrt ihr denn eigentlich? Oh Scheiße, jetzt fängt auch noch an zu regnen. Toll. Ich fahr gerade gegen die Fahrtrichtung und ich komm jetzt mal zu dir. Oh, oh, böse Falle. Warum geht das eigentlich dauernd über die Landstraße? Wo seid ihr denn ungefähr? Weiß es nicht. Aber Harald, kennst du noch den Film Convoy? Ja, kenn ich. Halt schick. So, die dann? Musik bräuchten wir eigentlich im Intro, die sich mit der GEMA geschützt. Ja, mit Sicherheit. Mal eben Ruhe dem Guten erklären, wir sind jetzt genau auf der Höhe der Landstraße bei Erfurt, wo das Wort auf der Map Erfurt steht. Ah gut, dann komme ich gleich. Wurde nämlich vielleicht nach Erfurt gebracht mit dem Notdienst. Wenn ich mal fragen darf, Darcy, ne? Ja. Du kennst dich auch mit dem Multiplayer schon ein bisschen aus, ne? Ja. Ab wie viel Meter Entfernung erscheint man eigentlich nicht mehr in der Liste? Das haben die umgestellt. Mittlerweile müsste es wieder auf 500 oder 600 Meter sein. Weil am Sonntag hatten sie es ja auf 26 Kilometer, teilweise bis zu 60 Kilometer, und da lief ja nichts mehr hier. Und jetzt sind es, glaube ich, wieder 500 oder 600 Meter. 500 waren es, glaube ich. Könnt ihr vielleicht einen Stopp in Erfurt machen, dass wir alle nochmal zusammenkommen? Ja. Wir sind ja schon an Erfurt vorbei. Ich dachte, extra Wünsche, vielleicht in Erfurt, wo denn noch überall? Wir haben dringende Terminfracht, Leute. In alle Länder. Kann ich nur auf die Karte schauen? Ich muss wenigstens einigermaßen diesen verfickten Schaden wieder reinholen, Freunde. Und ich kann nicht auf die Karte schauen, weil ich sonst Angst habe, Harald hinten rein zu knallen. Also ja, du kannst auch gar nicht auf die Karte schauen, weil du nämlich das während der Fahrt gar nicht kannst. Richtig. Da musst du rechts ranfahren. Und auch wieder. So sieht's nämlich aus. Da kann man nämlich gar nichts während der Fahrt hier. Jetzt blitzt es auch noch, meine Fresse. Und vor allem, ich sehe, das sind ja 5 Stunden, das ist ja doch ewig weit, ey, und das sind so viele Kurven und so. Eigentlich wollte ich also meine Zuschauer auch was zu sehen kriegen, deswegen werde ich jetzt bei irgendeiner Gelegenheit, das sage ich euch noch rechtzeitig, werde ich mal rechts ranfahren und dann möchte ich mal überholt werden. Ja? Damit ihr auch mal was. Also ich habe nur Regen vor mir, das ist ja zum Heulen. Ja, das Problem ist, wir wissen nicht, wohin. Weil ihr was? Wer ist nicht synchron? Der Regen. Das ist scheißegal, Spiele sind oft auch nicht synchron. Nice, ich krieg ja. Da kommen mir ganz viele Trucks entgegen, die machen nur auch so eine Art Konvoi. Das ist der Gegenkonvoi. Die Frage ist halt nur, Harald, ich weiß ja nicht, wo du hin musst und ich war dann sicher falsch. Das, hat sich gerade vorher. Ich glaube, aus dem Konvoi stammt der Express, der wollte sich gerade an Harald rächen, dass das nicht der richtige Konvoi ist. Ich fahr jetzt mal rechts ran. Ich werde jetzt von Rock Talks erstmal überholt, damit die Leute was zu gucken kriegen. Ich fahre nach Hamburg. Ich bin jetzt gleich bei Leipzig. Seid ihr schon auf Höhe Leipzig? Das war Leipzig. Der Rock Talks, liebe Leute, mal bitte Ruhe. Ich muss kommentieren. Wir haben den Rock Talks, der ist da vorbeigefahren. Jetzt ruckelt einer an mir vorbei. Das ist der Payman, glaube ich. Schau mal, Marker. Das war der Justin. Das ist der Online-Spediteur. Hier fährt vorbei Dr. X. Der große alte Mann des LP. Was haben wir denn hier noch? Okopu Hypix, habe ich vergessen. Den Yannick. Der Yannick und der Sachsen-Let's Player, der gerade bei Gronkh groß rauskommt. Destiny Moon. Boah, ich glaube, das war's. Ich bin noch hinten dran, aber ich habe so ungefähr. Da ist noch einer hinter mir. Ich bin jetzt bei Leipzig. 50% Truckschaden. Da müssen wir hier die Ausfahrt nehmen müssen. Jetzt will einer überholen. Rockdog, sich übernehmen mal kurz die Führung. Hallo! Ja, ich wollte eigentlich auf Fahrrad warten. Fährst du einen Haufen? Wart mal vielleicht rechts ran. Ja, fahrt mal alle rechts ran, wir warten auf Harald, dass er wieder da ist. Warte mal. Jetzt nimmt Dr. X fest auch rechts ran. Der Gundel hat dich gerade fast über den Haufen gefahren. Der Gundel heißt Gunden LP, das habe ich auch gerade gesagt. Reagier mal, Gunden LP, komm, entschuldige mich mal. Das Merkwürdige ist, dass ich Gunden LP überholt habe, irgendwann. Das, was ihr macht, das ist kein Seitenstreifen, das ist Feld. Ja, ist dort, ist halt hier Feld, ist auch kein Seitenstreifen. Jedenfalls okay, da stehen jetzt ein paar Saftnasen. Der Sachsen-Let's Player steht mitten auf der Straße. Ich war hier auf dem Seitenstreifen. Wird fast den Unfall gegeben. Oh, Gegenverkehr. Ui! Ist das bei euch in Sachsen so üblich, dass ihr euch immer direkt auf die Straße stellt, ja? Natürlich. Sachsen-LP ist so ja so gut, der hat mich jetzt eben gestritten. Ja, ich werde jetzt demnächst von der 9 zu 2 wechseln und dann in Hannover ankommen. Ich sage euch mal was, ja? Theoretisch könnte man das trotzdem so machen, dass jemand anders vorne fährt, weil ich sehe ja ein bisschen voraus. Ich kann ja dann sagen, wann wir abbiegen müssen.
Ich habe der Dr. X tut genauso bremsen. Ich habe im Prinzip die gleichen Dingens wie du auch hier, die gleiche Routenangabe. Mal eine Frage, fahrt ihr Richtung Hamburg an Magdeburg vorbei? Ja. Okay, weil dann muss ich da abbiegen. Ich will bitte endlich mal wieder auf die Autobahn, das ist ja grausam hier. Super Strecke ausgewählt. Ich dachte, es geht locker über die Autobahn, was soll denn das? Noch ein bisschen von der schönen Landschaft hier sehen. Natürlich, im Regen, super, ich sehe überhaupt nichts. Motor ist aus. Und da hat mich gerade einer mit... Motor ist wieder an. Da hat mich gerade einer mit 50 oder mit 100 Stundenkilometer gerammt. Boah, da, oh, im Rückspiegel. Wer war das? Das war der Duck. Was ist passiert? Eieieiei! Das war schön, im Rückspiegel zu sehen. An der Stelle. Also die machen alle absichtlich Stunts für mich, für meinen Kanal. Juhu! Warum fährst du jetzt gegen mich gegen? Er will dich anschubsen. Soll ich mal warten? Also was ist da los? Wir haben gestern haben sich zwei ganz da lieb. Hey, wir haben gestern in Arma 3 versucht, mit einem Helikopter einen Panzer umzudrehen. Das hat geklappt. Ich glaube, Harald, wir müssen das vielleicht noch irgendwann mal organisierter noch einmal versuchen. Du fliegst gleich raus hier! Noch organisierter? Das ist ein Server. Motor ist aus! Ja, ich hab noch genug Abstand. Motor ist immer noch aus. Jetzt nicht mehr! Jetzt nicht mehr! Jetzt ist er an wieder, ich geb Gas wie ein Blöder. Ja, ich hab schon gesetzt. Wo ist mein Wandlicker? Den könnte ich gebrauchen. Ich werde extra einen Scania geholt mit einer mörder-satanischen Lackierung und dann ist er schon halb kaputt, bevor wir losfahren! Das war der Scheibenwischer. Dann wahrscheinlich merkt euch, mit 130 in eine Kurve gehen auf einer Landstraße ist keine gute Idee mit dem LKW. Ah, ich hab ihn gefunden. Das war die Rückspiegelszene, oder? Ja, genau. Super. Mach mal hinter Harald gleich mal den Warnblinker an. Ich bin gerade auf der Landstraße Richtung Erfurt. Ich muss mich gerade nochmal nach Nürnberg setzen. Also, Felix spricht hier gerade. Ich muss mich gerade nochmal nach Nürnberg setzen, weil mein Truck gerade 100% Schaden hatte. Also, das heißt, du hättest die ganze Zeit in Nürnberg bleiben können und einfach was erzählen. Ja. Das wäre clever gewesen. Und mir ist gerade ein Tipp eingefallen. Ich setze mich jetzt mit einer Schnellfahrt nach Kiel und fahre euch dann entgegen. Oh Gott, was bist du denn für ein Betrüger? Alter! Ich frag deine Eltern gleich überhaupt nicht mehr, ob ich dich zusammenschlagen darf, weil du minderjährig bist. Mach's einfach! Harald, ich nehm ein Messer mit. Was? Ah, Quatsch! Harald, ich nehm auch die Gamescom ein Messer mit. Für den kleinen Jungen da, komm! Harald! Verschwendung! Harald, du hast gleich nur die Experten weniger. Ich hab vor einem Vierteljahr meinen Führerschein gemacht. Mein Vater schon die ganze Zeit. Ja, wie blöd wird das sein? Du kriegst einen davon. Oder war es noch ein zu wenig? Ach ja, vor 3 Monaten einen Führerschein gemacht und jetzt hier einen auf großen Max markieren, ne? Motor aus! Motor läuft! Ja, zum Glück haben wir Blinker an. Ja, Harald, wenn du willst, ich kann auf die Gamescom ein Messer reinschmuggeln, wenn ich durchkomme. Ja, wie gesagt, das wäre ja Verschwendung an Werbung. An Zeit. Die Zeitverschwendung. Nee, das Messer geht auch viel zu schnell. Machen wir es mit dem Löffel. Oh ja. Das soll richtig wehtun. Yep. Was macht also Doktor? Also ich würde jetzt dann trotzdem ganz gerne mal auch jemand hinterherfahren. Deswegen werde ich jetzt mal hier rechts ranfahren. Ja, ich weiß ja nicht wohin. Einfach geradeaus. Und ich sag dann schon, wenn wir irgendwann abbiegen müssten, sag ich schon, okay. Ich seh das ja ein bisschen weiter vorne. So 2-3 Leute soll mich heute überholen hier. Also ich fahr gerade mit 114. Auf der Landstraße. Aha! Ich gerade auf der A2. Noch geht's noch knapper? Ach, alles gut, alles gut. Und ich bin, wie gesagt, mit dem LKW auf dem Weg von Kiel nach Hamburg. Ich bleib einfach bei der nächsten Abzweigung stehen. Ey, oh, ich sag dir, Payman, ey. Ja? Was bist du für Landsmann? Du fährst wie ein Ägypter. Ich bin, ehrlich gesagt, Perser. Na, siehst du, ist doch das Gleiche, oder? Ja, klar. Der Doktor möchte gerne ganz überholt werden. Ganz schlimme Feinde gemacht. Du willst überholt werden? Ägypten, ja, wieder her. Na, jetzt und? Nicht mehr. Ein Perser, schaut an, ey. Was haben wir hier? Wir haben 2 Ausländer haben wir bislang. Noch mehr? Also ich bin ein Viertel Niederländer.
Ja, Viertel ist langweilig. Also wir haben zwei Ausländer, und zwar wir haben einen Perser und einen Sachsen. Voll klar, dass es kommt. Ich bin zur Hälfte Norddeutscher und zur Hälfte Süddeutscher. Ja, und ein Österreicher haben wir. Ach, natürlich! Gell? Der Österreicher, hast du jetzt mittlerweile auch einen Bart eigentlich? So ein Bart. So ein Bärtchen? Nee, warum? Du Rotzbremse. Österreicher haben doch immer so komische Bärtchen. Auf gar keinen Bart, was soll denn das schon wieder? Ach, Abzweigung, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Geradeaus! Alter! Oh. Doktor, das war jetzt so klar, ey. Doktor, ich sag dir schon. Okay. Ihr dürft nur nicht ganz so weit vorfahren. Ich habe mich schon ganz schön verloren jetzt, glaube ja, ich. Ja, das wollte ich eben auch zum Rottok sagen, dass der ganz schön lang pfeift. Ich bin beschädigt und alt. Denkt da dran. Jetzt bin ich der Führer. Alt wird jeder. Ich würde sagen, das ist wie im OMSI. So lange kann ich. Steht ihr denn da auf zwei Spuren? Ja, das ist ein anderer. Das ist der Schamalak, das kenne ich doch. Nein. Harald, der hat uns bis jetzt schon verfolgt die ganze Zeit. Der kennt dich wahrscheinlich. Ja, der nee, berühmt werden. Es ist wahrscheinlich einfach so, es ist mal wieder so ein 8-Jähriger, keine Freunde und so und wisst ihr doch, da muss man was Gutes tun, dann nehmen wir die einfach mal mit. Ja, super Spro-Killer. Dann fühlen die sich mal zumindest so, was ist jetzt los? Scheiße. Ich hab ein Problem, Houston, ich hab ein Problem. Ja? Moment. Bin ich raus? Hm? Weiß jetzt nicht, ob es noch aufnimmt. Also es wurde gerade unterbrochen, mein Rechner hat gerade unterbrochen, ich muss mal rechts ranfahren, ich muss mal sicherheitshalber neu starten. Gut, und alle rechts ranfahren. Wenn es Fraps oben noch rot leuchtet, müsste es auch noch gehen, oder? Ja. Ja. Mein System Scheiße. Wollte gerade updaten. Hat jetzt gefragt, Windows. Ob er in 10 Minuten runterfahren darf. Also ich hoffe jetzt, dass es weiter aufnimmt, oder soll ich sicherheitshalber mal speichern und besser ist wohl. Okay, ich fahr mal rechts ran. Oh, scheiße, das ist zu. Alter, warum kriege ich 5 Schaden von so einem Leitfluss? Das ist ja. Wenn ihr so eine erzwungene Pause einlegen müsst, dann könnt ihr mir mal sagen, auf welche Höhe ihr jetzt ungefähr seid. Ja, jetzt haltet doch mal an hier, ihr fahrt ja weiter. Wir sind bei Magdeburg vorbei auf der Landstraße Richtung Hamburg. Ich bin bei Magdeburg vorbei auf der Autobahn. So, ich mache jetzt mal kurz einen Cut, bin dann gleich wieder da, melde mich wieder. Okay, das heißt, ich kann dann bei der Ausfahrt raus. Mal die Frage. Richtung Hamburg führt eine komplette Landstraße und eine Landstraße, die über die Autobahn fährt. Die komplette sind wir gerade. Die komplette? Kurz nach der Abzweigung, wo die so rechts weggeht. Okay. Dann weiß ich gleich, wo ich fahre. Machen wir mal den Motor aus, Sprit sparen. Also ist unfassbar. Ich freue mich, plötzlich taucht mein Desktop auf und sagt, ich muss jetzt mal kurz updaten. Kann ich in 10 Sekunden runterfahren? 10 Minuten? Das hält der Russ uns aber auch nach, oder? 66% Schaden am Fahrzeug, 20% an der Fracht. Nicht schlecht. Was macht ihr? Ich habe 5% Schaden. Ich dachte, ich bin der Chaosfahrer hier. Ja, ich wollte dich überholen. Das hätte ich nicht tun sollen. Wir wollten alle nur im Mittelpunkt stehen. Ich musste innerhalb der letzten halben Stunde dreimal eine Werkstatt anfahren. So, jetzt muss ich da nochmal kurz um Ruhe bitten. Hoffentlich klappt das alles so, wie ich das hier mache. Ui, ui. So, ich bin wieder da, wir können weiterfahren. Yo. Yo. Da war kurz der Desktop zu sehen und dann hat er eben gemeint, in 10 Minuten wird er dann mal runterfahren. Da habe ich mir gesagt, nein, mach's in 4 Stunden. In 4 Stunden schaffen wir das schon, ne? Ja. Boah, es hat aufgehört zu regnen. Aber Harald, da musst du ja gleich auf dem Desktop die Pornos zensieren. Ich hoffe, ich denke dran. Hast du mich angerempelt? Habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe dich eben mal von hinten angebumst, ja. Ich stelle mir gerade die Verkehrsnachrichten vor. Und wir kommen zurück zu den Verkehrsnachrichten hier auf Radio 438. Auf der Landstraße Nord sitzt ein Konvoi voller Verrückter unterwegs, die Amok fahren. Bitte aufpassen in beiden Fahrtrichtungen. Man merkt, dass du beim Radio bist. Ich weiß. So, also es ist immer noch geradeaus. Alles geradeaus. Ja, ich fahre wieder schneller. Kopu Bix 240.
Und ich muss gestehen, dass ich meine Bremsen ein bisschen schwächer eingestellt habe. Von daher kann ich nicht bremsen. Ich überhole gerade, ne? Also nur zur Info, ne? Nicht, dass ihr, ja, warte, also, ich dann bremse ich ab. Wenn Gegenverkehr kommt, dann müsst ihr mich bitte reinlassen. Harald? Ja? Wie weit von Hamburg an Kilometern bist du denn noch entfernt? 135, glaube ich. Okay, dann muss ich mich nicht unbedingt beeilen. Wieso? Bist du schon weiter? Ich bin schon in Hamburg. Ja, super. Hey, ja. Das also, meine lieben Zuschauer, an der Stelle muss ich das mal gerade sagen. Es ist doch wirklich witzig, wie sie sich alle in den Vordergrund zu spielen versuchen, ja? Der eine sagt, der ist schon in Hamburg, ja? Der andere, der Dr. X, übertrifft mich an Schaden, einfach mal so, frech reißt. Ja? Unglaublich. Wie hat's denn da auf die Seite gehauen? Jemand hat mich von hinten gerammt. Ich glaube, einen an der Waffe hier. Harald, beim nächsten Mal nehme ich keinen Anhänger mit, machen wir die ganzen Rundumleuchten an und spielen dann dicker. Als Warnung für alle. Auflieger. Harald, wie viel Schaden ist das? Ja, Auflieger. Ja, mein Auflieger hat 100% Schaden. Und Bein hat 50, 55. Und der Truck hat 27%. Und Doc hat 101. 35. 101? Zusammengenommen, ja. Ich glaube, mein Auflieger kann ich nicht mehr aufheben. Kann man den eigentlich während der Fahrt anhängen? Motor ist aus, alle hinter mir, stopp! Motor läuft wieder. E drücken, Robtox. Also wir haben schon wieder einen verloren. Ich hab meinen Aufleger verloren. Wer? Abgekuppelt. Ich rock drauf, ganz vorne. Ach so, deswegen stehst du da so blöd rum. Das ist nur mein Aufleger. Er fährt weiter. Ach, lässt du den jetzt da stehen? Egal. Nee, Robtox. Hol deinen Auflieger wieder, weil du wirst gebannt, wenn du einen Auflieger irgendwo auf der Straße stehen lässt. Ich komm schon zurück. Gegenverkehr. Rocktox, du willst mir jetzt in den Arsch reinfahren, ne? Oder wie? Nein. Ich wollte doch meinen Anhänger Auflieger holen. Jetzt einen Roadtrain. Bin schon weg. Der Rocktox, guckt dich in euch an, er ist so blöd zum Truckfahren. Als ob ich jemals meinen Auflieger irgendwo vergessen würde, das wird mir nie passieren. Nein. Beim guten sagt noch, drück mal T. Ja, tolle Wurst. Ja, du hast gefragt, wie man den abkuppelt. Oh, mein Motor ist ich hab gefragt, kann man den abkuppeln? Ah, der Sachse! Ah! Der Sachse fährt weg. Harald, yeah. Nochmal zu gerade, also ich habe 60% Schaden. War das denn nicht? Ja, richtig. Felix. Ihr seid alle besser, ist klar. Ah, da vorne muss nur rennen. Admin, Rock, Root Killer, Temporarily Banned. Die gehören nicht zu uns, ne? Okay. Wollen wir oder wollen wir? Komm, Sachse, mach mal Lieder hier. Ich hab meinen Anhänger wieder, du bist doch kein der Straße. Gar nichts bin ich. Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist schön. Wo willst du hin? Nach Hamburg? Ja, immer noch. Gut. Das gibt Unfall, das sehe ich jetzt schon. Das ist nicht am Sachsen-Player. Alter, nicht einfach bremsen! Oh, wartet mal, ich muss leider nach hinten rausschauen, das sieht so cool aus. Hey, Gunden, langsam! Oh, oh. Machen wir hier keinen Terror. Nicht bremsen, Gunden! Bist du wahnsinnig? Einig! Warum war das jetzt? IMAC hat eh keine Daseinsberechtigung, das ist ja total. Ja, Fahrrad, wie? Eine Dreistigkeit, soll das gleichen, sich IMAC zu nennen. Ich hab mich gerade schon wieder gedrängt. Bin IMAC begegnet. Ja, das hab ich mitbekommen. Also, Sachsen Let's Player, das macht er super. Braucht jemand Sprit? Hier haben wir kleine Tankstelle. Nee. Muss jemand tanken? Ich. Tankstopp, wir müssen mal zur Tanke rein. Alle, jemand braucht Snickers. Wow. Jemand braucht Snickers. Ich fahr jetzt wie ist das eigentlich? Gibt es an den Tankstellen noch Pornoheftchen? Warte mal, ich stehe direkt daneben. Ist gerade gar keiner da. Ja, na toll, Rocktox, du hast dir wohl nicht alle rechts überholen. Was macht ihr denn hier? Ich konnte nicht mehr bremsen. Wartet mal an der Tankstelle, ich bin gleich bei euch. Ich bin in Magdeburg. Sagst du, das funktioniert so nicht, was du vorhast. Das funktioniert schon, du fährst jetzt rechts rum und ich fahre links weiter. Ja, okay. Das funktioniert. Bleibt mal so, ich habe euch gerade im Bild hier alle. Fahren wir ein bisschen weiter. Wir werden alle gebannt wahrscheinlich, weil wir die Straße blockieren. Also ich bedanke mich für die letzte Folge Eurotruck 2 Multiplayer.
Stopp, wisst ihr was? Wisst ihr was? Geil ist, Sachsen Let's Player heißt gerade Doc X. Ja, sehr schön. Sehr schön. Dankeschön. Also, Doc X wird gebannt und Sachsen darf weiterspielen. Mein lieber Doc X, das, da hast du dann ganz schlechten Ruf, ne? Ist dir klar. Das ist verdammt schlecht, weil ich wollte hier eigentlich meinen Talktruck demnächst aufnehmen, nur nicht für Multiplayer. Habt ihr jetzt getankt? Können wir dann mal oder was? Jawohl, wir fahren weiter. Ich bin gleich bei euch. Oh, wie muss ich sag's ja, wenn du uns von vorne reinkrachst, ey. Ich messer dich. In jedem Spiel, das du spielst. Es ist gar nicht mehr so weit. Auch im Omsi-Rock-Tox? Ja. Okay, na dann lass ich's lieber. Nein, ich... Wir haben ein Ich spiel GTA San Andreas, da könntest du mich messern. Wie alt ist Life als Polizist? Ich nehm dich fest. So sieht's aus. Das wollte ich mir auch noch holen, sowieso. Ich bin der Frankie, ich stelle euch mein Finger. Gegenverkehr, Gegenverkehr. Was macht ihr? Generat mich! Okay, er wird gemessert. Ja, das war mein OC2-Experte, der hat den Gegenverkehr. Okay. Ich sag mal, schön, du kommst auf meine Liste. Ich sehe da vorne eine Tanke. Wir haben gerade getankt. Wir haben doch gerade getankt. Oh, Männer. Ja, aber da musste ich noch nicht. Aber das Gute ist, ich bin wieder hinter euch. Jetzt holt sich jeder noch ein Eis und dann fahren wir weiter. Papa, sind wir bald da? Sag mal, da fällt mir gerade auf, Gurten, hast du eigentlich einen Auflieger gehabt irgendwann mal? Ich hab einen drauf. So einen blauen Container hab ich. Ach so, das ist ein Auflieger, das ist ja. Das ist ja ein Auflieger für Hartz-IV-Empfänger, das ist ja gar nichts. Die sind aber hier, keine Ahnung, 20 Tonnen oder so. Ja klar, alles Gold. Ein großer Goldbarren da drauf. Natürlich. 10 Tonnen. Ich bin mal gespannt, ob ich auf null rauskomme. Wahrscheinlich nicht. 100% Schaden, liegt da noch was auf dem Auflieger oder ist das schon... Wenn ich fragen darf, wie viele haben wir jetzt eigentlich alle verloren? Eine ganze Masse. Ich versuche gerade euch einzuholen. Ja. Wo ist da vorne kommt eine Kreuzung. Ich bin noch da. Ja, sag ich dir gleich. Ich war gerade über eine Autobahnbrücke oder wie es so aussieht. Nee, ich kann nicht so weit gucken. Einfach geradeaus. Geradeaus, jawohl, Chef. Es geht entweder oben drüber oder unten durch. Bei der A7 müsst ihr dann hochfahren. Ja, weiß nicht, welche die A7 ist. Ihr sieben, das ich tue mein Leid bei euch schon. Ihr könnt mir vertrauen, ich weiß, was ich tue. Darcy, das habe ich gehört. Du da lacht er so dreckig. Rockshops, das ist die A7. Oh, jetzt habe ich aber mal Tempo drauf hier, ey. 293, 95. Wenn ihr vorne bremst, sind wir sowas von verloren. 293. Der Sachsen-Netzplayer kommt den Berg nicht hoch. Motorfehlfunktion! Motorfehlfunktion nicht auf! Hintermann, jetzt läuft er. Ich bremse mal. Bremsen! Konvoi bremsen! Was denn? Der Sachsen. Na gut, rapp mich, die Sau! Hä? Ich stehe in der Wiese! Der hat mich gerade aber sowas von abgedrängelt, das war nicht mehr feierlich. Und jetzt komme auch noch ich. Was denn, warum sollen wir jetzt halten? Ich warte, wir warten auf euch, aber. Da vorne die nächste rechts, Rock Talks, komm, mach ihr. Nächste rechts, ja. Ihr dürftet mal auf mich warten, wenn ihr wollt. Warum? Lass mich kurz überlegen. Nein! Wo seid denn die überhaupt? Ach, fett drauf. Darf ich noch einmal kurz zwei Sachen fragen? Ja. Harald, machst du in Hamburg Schluss und fahrt ihr gerade nur Landstraßen nach Hamburg? Moment, ob ich mit dir Schluss mache in Hamburg? Nee, bitte nicht. Bitte mach mit mir Schluss sofort. Nein, machst du in Hamburg Schluss mit der Aufnahme? Ja, in Hamburg ist Feierabend. Okay. Und ich sehe gerade, das ist ja gar nicht mal mehr so weit. Und warum wir immer nur Landstraße fahren, ich habe keine Ahnung. Nein, ob ihr nur Landstraße nach Hamburg fahrt. Hallo! Ja, ich fahre halt so, wie der Navi das sagt, ne? Hallo, ich überhole euch gerade. Ja, wo schön, dann schau ich da mal auf links aus, damit du nicht vorbeikommst. Parken wir uns Werkstatt dahin in Hamburg? Ich muss auf jeden Fall in die Werkstatt, ja. Muss ich das vorher machen oder ne? Ich muss erstmal abliefern, ne? Ja. Long Collision Zone, yes, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind in bei Hamburg. Wir sind da. Mit
90 durch die City. Das war übrigens die Bundesliga-Ausgabe, das haben wir deswegen gemacht, weil die Nürnberger abgestiegen sind und die Hamburger nicht. Da dachte ich, komm, bauen wir das mal ein. Ey! Ach so, ist ja No Collision. Ja. Jetzt bin ich erschrocken. Boah, jetzt überholt der Doc mich schon wieder. Ups, jetzt war ich aber ein bisschen. Wir haben meine Arbeitsagentur entdeckt. Ich bin froh, dass meine Maschine hier überhaupt läuft. Ich war einfach zur Werkstatt. Du hast mich schon wieder überholt. Das hast du in Starbound auch immer. Was? Pass mal auf, Leute. Ich liefere jetzt hier mal meinen scheiß Dingsbums ab, ja? Dann möchte ich dir zugucken. Ich fahre dann in die Werkstatt. Und dann treffen wir uns da an der Werkstatt. Da nehmen wir uns nochmal alle gemeinsam auf. Dann quasi den Nachher-Effekt. Ich gebe Vollgas. Wie kann ich denn meinen Auftrag abbrechen? Weißt du das irgendwie? Ja, ja, aber es kostet Geld. Lass uns alle abbrechen. Ja, ich würde gerne weiterfahren, mein Lieber. Sonst bin ich nicht mehr da. Ich darf nicht abbrechen. Warte, ich bin jetzt auch in Hamburg. Ich meine, ihr könnt eure Aufträge jetzt gerne noch fertig fahren, ne? Also habe ich auch kein Problem mit. Aber ich hätte gerne noch ein Gruppenbild mit Damen. Wieder zurück nach München. Fahr, schneller! Das war eine verkackte Einparkaktion, Herr Frenkel. Aber es hat gereicht! Wo seid ihr denn? Kurz vor Hamburg. Rücksichtslos! Ich glaube, du spinnst! Oh. Er sagt, ich wäre rücksichtslos! Das ist rücksichtslos von ihm. Ich habe 13.379 Euro. Hallo, Rockstox. Und jetzt fahre ich zum Reparieren, hallo, ne? Volle Wurst. Moment. Das ist Dr. X! Hör auf mit dem Schein. So, hier ist wieder ein ganz schönes Gedränge. Warum fahrt ihr hier alle rein? Weil sie es können. Und ich verfolge jetzt Harald. Dann sehen wir, welche jetzt auf die Münze bekommt. Ich bin hier der Messermörder. Ich fahre jetzt reparieren. Also ich habe also 13.300 irgendwas habe ich verdient. Und jetzt werde ich wissen, wie viel ich zahle. Und dann nehme ich mir das Leben. Ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt. Sehr schön. Harald, dann kannst du mich nicht mehr auf der Gamescom verprügeln. Ich bin einfach als Geist auch noch killermäßig drauf. Da macht er mal keine Sorgen. So, Ivan, er wird nur stärker. Nein, Harald ist dann der neue Slenderman. So, Dr. X hat sich vorgedrängt, natürlich wieder. Der Typ mit der Profilneurose da, der Dr. X, hat sich gerade wieder vorgedrängt. Da fall ich gerade da hinten in den Arsch rein. Das musste leider sein, bei mir ist also nichts mehr gelaufen hier. Noch nicht mal mehr der Blinker hat funktioniert. So, ich gehe mal auf Wartung. Ach naja, ist ja nur das Dreifache von dem, was ich verdient habe. 39.375 muss ich bezahlen, 13.000 habe ich verdient. Mit euch fahre ich nie wieder irgendwo hin. So, dein Parkplatz. Also ich kann mich nicht beschweren, ich habe 1% Schaden. Du euler Schabrieber! Also ich habe 101% Schaden auf meinem Truck. Das ist sauber. 101%, ja? Ja! Welche Schule gehst du nochmal? Realschule, Hermann von Helmholtz. Ach die? Ja gut, aber Hermann von Helmholtz, der konnte ja auch nichts. Also wenn man jetzt alles zusammenrechnet, habe ich so an die 300% Schaden. Holzhelm. Harald, du weißt, ich bin Wuppertaler. Ja, ja. Die haben nicht so einen hohen Bildungsstand. Durch mich durch? Was soll denn das? Ja, ich kann ihn nicht mal mehr rückwärts einparken. Gar nichts kann ich. So, ich steige jetzt mal kurz aus und schaue mir das Ganze nochmal von oben an. Oh, ziemliches Gedränge hier. Also, Freunde, ich bedanke mich hiermit beim Sachsen Let's Player. Der könnte jetzt was Tolles sagen, vielleicht? Ja, auch? Ich könnte jetzt was Tolles sagen. Ich danke auch dir, Harald. Ich müsste gerade nur rückwärts reinfahren, da muss man sich konzentrieren. Ja. Dann bedanke ich mich bei iMac. Hab schon wieder vergessen, wer das war. Felix. Der Felix, mein Zuschauer Felix. Ich bedanke mich bei, Moment. Das ist gar nicht so einfach. Ich bedanke mich bei Rock Talks natürlich. Natürlich. Ja, und bei Destiny Moon gehört er zu uns. Ja, das bin ich immer noch. Ach, der Darcy. Okay. Kannst du dich nicht Darcy nennen? Das ist ja Destiny Moon. Das klingt ein bisschen weibisch, oder? Ja, bisschen. Kann ich mir erlauben in meinem Alter. Ja, gut. Der Trucker Justin, das ist der Online-Spediteur. Der hat leider das totale Chaos erlebt. Das tut mir leid. Wir sind leider keine Profis. Ach.
Dann haben wir hier noch den Trainser 1LP, der wird nicht mehr lange leben, aber das ist mein OMSI 2-Experte, so lange. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich und ja, wir sehen uns bestimmt trotzdem wieder, auch wenn du mich umbringst. Genau, irgendwo im Himmel, wenn du gläubig bist. Ich verkaufe billige Särge. Dr. X habe ich hier gerade noch gesehen. Jo, und ich glaube, ich habe den Rekord aufgestellt, ne? Ja, also ich sag's nochmal, Dr. X hat den Rekord aufgestellt. So. Gut, so ein Gerät muss man ja sein. Und in diesem Sinne habe ich jetzt jemanden vergessen. Natürlich, meinen besten Freund, den Payman, habe ich vergessen. Oh ja, danke dir für die Einladung, ne? Ist der Yannick noch da? Ja, aber irgendwie habe ich gerade ein bisschen gefailt. Okay, du bist bist nach England gefahren, ne? Nein. wie kann man den Auftrag abbrechen? F7 und Eingabe. Oder F6. Ja, man könnte bestimmt eure Motoren ausschalten, das Piepse geht ein bisschen auf den Zack. Also ich, in diesem Sinne hier, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt erstmal. Eventuell wird das dann alles ein bisschen verlinkt, auch mit den anderen Kanälen, damit ihr andere Perspektiven gucken könnt und so, ne? Und ich hab die Schnauze voll und bin fertig. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ich hab mir gerade jetzt seine Husten zurückgehalten. Also meine Freunde, ihr habt gesehen, das hat verdammt sau viel Spaß gemacht. War total lustig. Ich konnte sehr viele kennenlernen, so zum Beispiel den Erik, das ist Harald Frenkels OMSI-Experte. Hier natürlich muss ich an dieser Stelle auch ein verdammt fettes Dankeschön einreichen. Wie gesagt, vergesse ich sowieso nicht so schnell das alles hier. War einfach nur total genial. Am Ende habe ich ein bisschen gefailt, aber ich fand es doch ganz lustig. Und war auch sehr nett alles, die ganze Aktion. Muss mich nochmal bedanken zum zweiten Mal. Nochmal so kann ich es immer sagen, ich bin Harald Frenkels, oder besser gesagt, einer von Harald Frenkels Stammzuschauern, schon ungefähr seit 2 Jahren. Deshalb war das natürlich ein absolutes Highlight für mich, weil so fett konnte ich bei seinen Videos nicht mitwirken. Und das ist für mich natürlich was Besonderes. Ist natürlich eigentlich logisch. Ja, und deshalb wieder... Frenkel immer sagt, kann ich jetzt nichts anderes mehr für euch machen, außer euch ein schönes Leben zu wünschen. Also deshalb schönes Leben noch.